So, Ding Dong! Abo dalassen, auf jeden Fall. Heute dreht es sich um das Thema Geschwindigkeit und zwar auf der Nintendo Switch. Auf jeden Fall. Das heißt, wir gucken mal, was wir da heute anzocken. Und zwar ein richtig cooles Spiel. Habe ich zu viel versprochen? Auf jeden Fall mega. Ja, drifte in das ultimative Kampfrennspiel mit bekannten Helden auf rasanten Strecken, die von den Disney- und Pixar-Welten inspiriert sind. Also aus dem Hause Gameloft. Ja, sehr, sehr cool. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall an den Bildschirm gehen und das Ding anzocken, beziehungsweise wir müssen es ja erstmal downloaden. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht ein Nintendo-Abo vonnöten ist oder ob das Spiel wirklich kostenlos ist. Also Stand 10/2023. So, ganz einfach. Nintendo-Oberfläche auf. Und dann huschen wir schon rein in den Nintendo eShop. Die Entdecken-Hauptseite. Also, hier runter und dann Speedstorm. Oder ihr gebt hier einfach in der Suchmaske Speedstorm ein. Da steht schon in der Schnellauswahl. Zack, suchen. Und da steht schon, kostenloser Download. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kostenlos in Form von wirklich kostenlos? Oder müssen wir uns registrieren? So, die Account-Information, natürlich stimmen wir dazu. Und ich sag mal, vom Teaser-Bild und vom Trailer natürlich schon voll überzeugt. Auf jeden Fall. Ja, Epilepsie-Warnung, auch das natürlich ein Thema. Verstanden. Und habe ich... Nee, ich bin ein neuer Benutzer. Das heißt, entweder mit der Gameloft-ID spielen oder einfach dem Spiel beitreten. Machen wir, akzeptieren wir. Okay, alle Systeme wurden aktiviert. Blick hinaus ist immer raus.
Mickey Mouse is in the house. Ja! So, also ihr habt die Wahl. Kontrollen zwischen einfachem Modus oder den Expertenmodus. Wir sind Experten, wir fahren. So, zum Beschleunigen, ZR halten, Hammer. Lenken, oh ja, hüpfen, jawohl, Lenksteuerung. Also es wird in dem Start sofort erklärt, das finde ich cool für die ganzen, ja, die es noch nicht gezockt haben, Neulinge. Natürlich drehen wir den Joy-Con nach rechts und halten die Taste, dass wir driften können. Ja, auf jeden Fall jetzt schon. Drift, drift, drift. Und ja. So geil. B, Booster, auch geil. So ein bisschen was von Need for Speed. Okay. Und einer meiner Fertigkeiten verwenden. Bomben schmeißen. Driften. Hüpfen, Boost. Ja, ähnlich wie bei Mario Kart kann man dann auch hier Items einsammeln. Alter Schwede, das ist mega. Auch von der Grafik her, von der Animation, Ablauf, Haptik, richtig gut gemacht, richtig gut gelungen. Yes! Platz Nummer 1. Gutes Rennen, vielen Dank, ja. Ist auf jeden Fall für den ersten Start, auf jeden Fall bin ich schon hellauf begeistert. Das wird nicht meine letzte Runde sein. Und ja, das Abenteuer kann beginnen. Disney Speedstorm. Also von Disney und Pixar. Erstellt von Gameloft. Mickey! Mickey Mouse, at your service. Okie dokie. Okay. Ja, Einspielermodus, Mehrspielermodus. Ja, die Strecke Stadtgegend klassisch. Rennziele, komme unter die ersten 3, komme unter die ersten 5, beende das Rennen. Okay, Mickey Mouse, at your service. Okay, gibt es dann auch so eine Funktion mit Turbo Boost? Beim Start? Das war wie eine Art Frisbee, also mein Item. Boah! Okay! Nicht schlecht. Deswegen auch die Ansprache der Epilepsie. Also, ne, hier sind schon, hier schon jede Menge Video-Action drin. Ne? Ich gebe mir ja schon Mühe. Thank you.
jeden Fall mega. Mega Game. Macht richtig Bock, richtig Fun. Und diese mal Strecken-Eigenschaften jetzt hier. Diese mal auch für den Anfänger auf jeden Fall handelbar. Und wenn nicht, das kann man halt über die Zeit trainieren. Boah. Disney Speedstorm. Oh ja. Platz Nummer 1. Rennen beendet. Wenn man überlegt, gegen wen wir alles so gespielt haben. Elizabeth Swan, Beast, Donald Duck, Jack Sparrow und Mowgli. Ja, Rennziel erreicht. Das heißt, ihr kriegt dann in den nächsten Rennen Missionen, die ihr gerne erreichen dürft, um natürlich dann auch in dem Spiel voranzukommen. Ja, das heißt, ein Spiel über... Ja, das heißt ein Spiel über Items, Belohnungskisten, das heißt ein Play, was sich dann nach und nach über ja, das Sammeln der Punkte ne, in einem Sammlungslevel hier dann fortführend entwickelt. Also ihr dann in dem Spiel weiterkommt. Das nächste wäre dann die Piratenbucht klassisch. Mega krass. So, gehen wir nochmal zurück. Mehrspielermodus. Das heißt, hier Fortschritt auf der Strecke. Die Spielmodis müsst ihr erst freischalten, um den nutzen zu können. Gibt es noch oben, haben wir noch das Plus als Einstellung. Das heißt, verschiedene Einstellungen. Wir gucken mal in die Sprache rein, ob wir... Ne, wir sprechen ja in dem Spiel Englisch. Kameras und Optik. Nö. Ja, also, kurz einlösen geht natürlich auch. Verbindung, gucken mit welchem Konto man gerade angemeldet ist, ansonsten sehr übersichtlich. Yo, mega cool! Also, ihr benötigt auf jeden Fall einen Internetanschluss, denn sonst kommt ihr nur in die Menüoberfläche rein. Das heißt, ihr könnt das Spiel wahrhaftig nicht spielen. Ja, also, Nintendo-Account benötigt das Spiel nicht, aber einen Internetzugang. Das heißt, Internet. Ja, habe ich zu viel versprochen? Nein, bleibe ich dabei. Richtig cooles Spiel. Dementsprechend wünsche ich euch viel, viel Spaß beim Suchen, beim Downloaden und beim Zocken. Auf jeden Fall. Es ist, ja, eine Nuance an das Mario Kart Spiel, wenn man es genau nimmt. Halt auch mit rasanter Action und eine gute Abwechslung. Auf jeden Fall. Und, ja, Sunrise 99, glücklich sein. Klickt euch da am besten in die nächsten Videos rein. Das heißt, den Abspann lasse ich euch noch ein bisschen was da rund um das Thema Switch. Und denkt dann, bing, bing. Abonnieren nicht vergessen. Nö, nö. Drück mal ruhig da drauf. Ist kostenlos. Kostet dich nichts. Also, viel Spaß mit den nächsten Videos. Oder das, was als nächstes kommt. Also, Allrounder Sunrise 99. Check